guten Tag und herzlich willkommen zurück zu MyGameHQ.com TV. Wieder mal eine Runde Let's Play Sleeping Dogs am Start. 15 bis 20 Minuten spielen wir heute wieder in dem Part. Zu meiner Person, ich bin der Dennis, bekannt unter dem Namen Cool Breeze. Einige dürften es ja mittlerweile schon wissen. Und beginnen wir mal, beziehungsweise starten wir mal die nächste Mission. Aber bevor es losgeht, gehen wir erstmal schön waschen. Weil sonst kann der Tag nie gut beginnen, ne? Alles klar. Ja. Hänge ich wohl ein bisschen. Etwas trinken tun wir auch. Ist ja auch für gut für den Magen. Nicht, dass wir hier verhungern. Ist da unten die Tüte, sieht ja schon ein bisschen verdächtig danach aus, dass sie weggeschmissen gehört. Aber gut. Haben wir mal etwas getrunken. Ich sollte mal echt einen Mülleimer hier besorgen. Auf jeden Fall. Wie ihr bereits es schon wissen könnt, beziehungsweise ich konnte es ja noch nicht wissen. Auf jeden Fall beginnen wir heute mit der Polizistenmission, da wir ja letztens mit der Triadenmission begonnen haben. Fahren wir mal dieses Mal hin und spielen mal einen guten Cop hier. Muss ja auch gemacht werden, ja, auch als Undercover Cop. Dazu öffnen wir einfach mal die Map. Können wir ja schon wie in GTA oder anderen Spielen schönes Navi bedienen. Der eine oder andere hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich im letzten Part nicht so jetzt die Musik hier am Laufen habe. Das liegt einfach daran, dass YouTube schon beim ersten Video mir den Hinweis gegeben hat, dass ich hier Drittinhalte Anbieter von anderen Konzernen oder Musikanbietern, je nachdem, wie man das nennen mag. Auf jeden Fall habe ich da mal vorsichtshalber die Musik deaktiviert, damit wir auch hier keine Probleme an dieser Stelle haben. Gut. Bevor ich hier mir den Mund fusselig quatsche, fahren wir mal schneller hier hin, damit wir auch schneller die Mission beginnen können. Alles klar. Ja. Heute habe ich es echt nicht mit der Steuerung. So. Schönes Undercover-Versteck. What are you doing here? I'm sure you and Pendrew have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give in. Well, all right. So. Alles klar. Dann fahren wir mal zu unserem Auftragsort hin. Yep. Das schickes Bike. Ja. Okay, das haut so nicht hin. So. Na, bevor ich hier kreuz und quer einfach ehrenlos rumfahre, werde ich mal hier das Navi einschalten und hier schneller zu unserem Missionsziel angelangen. Ah, da ist auch unsere andere Mission, die wir annehmen können. Das werden wir mal nicht tun. Wie ihr sehen könnt, schönes Hongkong-Style. Also man hat hier wirklich das, was so ein bisschen Hongkong ausmacht, hier in dem Spiel enthalten. Also man hat ja echt, es gefällt mir sehr, mir persönlich gefällt es sehr, deswegen habe ich auch Sleeping Dogs eigentlich gekauft, weil es einfach diesen Stil, einfach diesen anderen Geschmack einfach rüberbringt.
Und so an sich auch, wie man hier schon in den letzten Parts gesehen hat, die Moves, die Kampftechniken, es ist alles etwas anders. Nicht so ein GTA-Stil oder sonst wie, dass man jetzt einfach irgendwie rumlaufen kann und alles niedermetzelt, sondern ein bisschen auch den Cop-Dasein beherrschen muss oder leben muss und da nicht einfach mal durchdrehen kann. Weil es ja den Ruf schadet. Gut. Auch schön hier. Gut. How's your connect? You getting everything you need? No, man. I haven't been back to Popstar since I left Dogeyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. So grab my next shipment and make sure everything is cool. Okay. Mein Motorrad habe ich natürlich woanders geparkt. Falls es nicht schon. Das habe ich doch hier hingestellt, oder? Ach, egal. Ist es nicht mein Motorrad? Kann schon sein. Ups, natürlich. Wie ihr gesehen habt. Sollte man das vermeiden. Aber ich kann es für dich verkneifen. Servus. Hey, is Popstar around? What would a nice looking boy like you want with my boyfriend? Alles klar. You Popstar? Who's asking? Look, I work for Winston. Dirty Ming's operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But what? I gotta get paid in advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me, and I'll hook your man up. So wie es aussieht, müssen wir einen kleinen Auftrag für den erledigen, bevor es hier richtig losgehen kann. Immer die Drecksarbeit erledigen. Who the hell are you? Na, wieder mal eine Telefonzelle missbrauchen. Okay. I'm the god of unpaid debts. Popstar prayed real hard this morning. Time for you fuckers to pay up. What the hell, Moa? Hat er den gerade geküsst? Na gut. Nix als einfacher. Nix ist wie einfacher als das. Cool bleiben, Gangster. Who's that? Feng Shen. Best shit in Hong Kong. You got my money? Got your money. Here's your package. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. It's the cops. Stay cool. Hey, you two! Come over here! Let's go! Stop! You're under arrest! Alles klar, okay. Hey. Ja, lass mich in Ruhe. Nicht die feine Art, aber irgendwie müssen wir ja abhauen. Ach, nicht schon wieder eine Verwaltungszeit. Na gut. Yippie. Machen wir mal aus auf unsere Scheiße einfach mal Tür. Hi. Gut. Alles klar. Inspector Tang? What have you found? I got enough to bust Popstar. But I also met a supplier. A guy named Feng Shen. Find out where he hangs out. And I'll see if I can get something on. I'll get back to you. So. Dann bringen wir mal die feinen Drogen zu der guten Dame hin.
dabei fahren wir mal ein bisschen vorsichtig hier. Das Auto sieht mal aus, Wahnsinn. Ach, ich glaube, ich muss da vorne rein. Das muss doch wehtun. Naja. Talk to me. Oh, hello, Omar. Got the stuff, right? Don't worry, I got your stuff right here. Now I can start making money again. Good. Hey. Haben wir ein bisschen als Cop was getan? Hui! Schön Upgrade. Wie ich es ja vor dem ersten Part auch erklärt habe, können wir auch hier für die Polizisten, beziehungsweise als Polizist, können wir da auch Upgrades holen, wenn wir die Missionen dafür machen. Wenn wir am besten das hier. Können wir leichter die Autos aufbrechen. Okay. Ach, das Auto sieht mal schön aus. So. Dann machen wir wieder abwechselnd die andere Mission. Wieder mal zurück zum Gangster. Took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. We'll see. You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, pay the toll. That's right. You know the pickup on Marlboro Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. Thanks. I appreciate it, Winston. Dog eyes, Walter. Right now it's his room. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. Jesus fuck. Let's go. Alles klar. So wie es aussieht, müssen wir in der Route von unserem Rivalen unterbrechen. Afraid of little blood? Dog Eyes is son on ye. We're taking the route, not declaring war. You can ask, it's fine by me. I'll take this one. Good job. Yeah, kick his ass. Who are you? Get out of here. Alles klar. Well, I'm gone. Der Schlägerbus ist unterwegs. Dog Eye came after us. This is payback. Plain and simple. What if Dog Eye complains to Big Smile Lee? What if he sends Mr. Tall after us? Look, dude. Dog Eye might work for Lee, but Winston answers direct to Uncle Paul. Nobody going to fuck with him. Shit. Nobody. Hey, you haven't paid. Okay. If you stop, we'll beat you. This is our stop now. Da, auf geht's da rein. Den nächsten da rein. Hey. Ah. Die schöne Telefonzeit mal ausnutzen hier. Gut. Haben wir noch einen? Ah, dann kommst du mal hier rein. Alles klar. Boom. Geiler Move. Alles klar. Alright, you can with your fist. I'll give you that. Thanks. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist too. Came out of nowhere. Good story. Didn't talk much. Remind me of him. A lot. Turned out he was a cop.
That's why he couldn't kill anyone, see? So now we know how to spot a rat. You talk, you know that? You know what they do to traitors, right? When Tong is done with them, he buries them alive. 6 feet under. Nobody coming for you. Hey, fuck you, Conroy. I still think about that poor fucker sometimes. Okay. Let's go. No, no, no. You stay here. I'll do it. Watch how a real man does it. Son of a bitch. Wait, you better get them. Alles klar. Hey, you. You want this route, you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid, don't I? Okay. Belongs to Winston now. Pull over and I'll tell you about it. You're wasting my time. How about I break your legs and see how you drive then, huh? I still drive better than you. I finish my load before you finish picking your nose. Winston must be recruiting dumbass peasants from across the border. Oh. Gonna do comedy from your hospital bed, pal? Everybody laughed but you Walter Street boys. You mess with me and Dog Eyes is going to cut you into little pieces. Mann, halt doch einfach an und sei ruhig, Mann. Was für eine Pussy. Hey, listen, this route is mine. You wanna drive a dog? Okay, okay, I'm going. Get out of here, I'm taking your passengers. Okay, okay. There's a slight problem with your bus, so we're doing a change. Ja, so wieder gefahren, das würde ich jetzt auch nicht gefahren. Also mit dem Bus mitfahren. Oh mein Gott, jetzt sind die Sarasanger nur noch wieder ziehen. Watch it! This is the okay. Hey, yeah, yeah, yeah. Na komm. Das Ganze nur wegen ein paar Busse. Okay, jetzt würde ich auch nicht mit unserem Bus fahren wollen. Na gut. Hey. Sorry. So, dann nutzen wir mal ein bisschen die kleine Chance. Und reden mal ein bisschen wieder über mygamehq.com.tv, beziehungsweise machen wir eine kleine Werbung in diesem Abschnitt. Wie ihr wisst, beziehungsweise ihr könnt es ja noch nicht so wissen, wenn ich darüber rede. Also im letzten Part habe ich ja darüber gesprochen, dass wir neue Redakteure und Forenmoderatoren suchen. Das Ganze geht halt bis zum 15. Oktober, da hat man eine Bewerbungsfrist. Ab diesem 15. Oktober suchen wir halt die Person raus aus den Bewerbungen.
Und dementsprechend laden wir die halt zu einem kleinen Vorstellungsgespräch vor, um die mal persönlich zu hören. Es wird halt im Sinne eines Teamspeaks-Gesprächs oder Skype, je nachdem wie es halt ausfallen wird, werden wir darüber reden, über deren Jobentscheidung, sage ich mal jetzt. Und ja, das Ganze wird dann quasi dann dementsprechend ausgewertet und danach suchen wir dann halt die Personen dann raus. Gut. Dann halten wir mal hier an. Fahren am besten mal home. Wo ist denn hier unser Zuhause? Ah, da vorne ist ja gleich um die Ecke. Also wie gesagt, wer jetzt hier zum ersten Mal einschaltet und Interesse haben sollte, ein Forum-Moderator werden zu wollen, beziehungsweise sucht halt in dem Sinne eine Tätigkeit für MyGame HQ oder Crisis HQ, dann kann er sich ja quasi bei uns melden, eine Bewerbung schreiben. Den Link dazu werde ich hier auf jeden Fall in der Videobeschreibung reinstellen, damit ihr den durchlesen könnt und darüber dann eure Gedanken sortieren könnt. Ja. So, da sind wir auch jetzt wieder hier angelangt bei der Bude, wo wir angefangen haben. Mal wieder heute bisschen 20 Minuten Sleeping Dogs gespielt. Zwar jetzt nicht so wirklich was Aufregendes, aber dennoch schön gewesen. Haben wir ein paar Tätigkeiten für die Polizei und für die Triaden gemacht. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschalten würdet. Genau. An dieser Stelle wünsche ich dann noch einen schönen Tag, angenehme Nacht, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Wie in jedem Video, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr ja dementsprechend den Kanal abonnieren, dementsprechend auch einen Kommentar ablegen, falls ihr Verbesserungsvorschläge für meine Let's Plays hier habt. Ich würde mich über jeden Vorschlag freuen, den ich besser machen könnte. Und sonst, falls euch jetzt gefallen hat, das Video oder das Let's Play selbst, könnt ihr die Videos liken. Würde mich auch freuen, wenn ihr das tun würdet. Ansonsten, wie schon gesagt, angenehmen Tag, eine schöne Nacht noch. Und bis zum nächsten Mal, wenn MyGameHQ.com TV ein Let's Play hochladet. Bis dann!